Hallihallo, Leute, willkommen zurück bei Terraria. Immer noch mit Heidenherz und Ghost Anubis. Hallo. Hallo. Der Ghost ist ja sogar noch anwesend. Und ich habe zufällig den Truffle Worm gefunden und entschieden, nee, dann können wir den ja auch mal ausprobieren, ne? Den Fish Room. Sobald du jetzt einziehst, kommt gleich der Bus. So. So, Buffs reinhauen und. Ja, das habe ich netterweise vorher gemacht. Wie viel HP hat der? Boah, 100. 14.000. Ah, ist nicht ohne. Gut, dass ich den nicht schon mal. Mir wurde immer gesagt, Doc, du brauchst diese Waffe davon, die ist cool, aber gut, dass ich das nicht selbstständig schon mal probiert habe, den anzugehen. Guck mal, ob du den da halten kannst, dass ich von der Seite reinschießen kann, ohne mich andauernd bewegen zu müssen. Das wäre praktisch. Außerdem brauche ich was mit mehr Schussgeschwindigkeit. Fürchte, ich mache ihm nicht viel Schaden, aber. Ich kann leider hier auch nur meine Vampir-Dinger benutzen, weil alles andere. Solange du ihn damit tatsächlich tanken kannst. Ah, hey Leute, ich habe übrigens das coole Schwulen-Hoverboard gemacht. Ich hätte vielleicht doch die Raketen mitnehmen sollen. Ist ja jetzt ganz gut, nur die Sharknados, die sind etwas nervig. Aber wir haben ja dann gleich, sollten wir ihn tot kriegen, einen Flugmount. Yay! Dann ist der auch nicht mehr so stressig. Für wenn man ihn das nächste Mal probiert. Also vor allen Dingen für den Moon Knight braucht man dann unbedingt das Flugmount. Hat jetzt gelb leuchtende Augen. Er ist in Enrage gegangen. Das macht er ab 50% HP und seine dritte Phase beginnt ab 25. Ich brauche so dringend mal wieder bessere deine Lebenspunkte, bessere Fernkampfwaffen, ey. Das Dinger ist jetzt auch nicht echt nicht der Bringer. Wenn du mal stillhalten würde, könnte ich mal ein paar HP wegsaugen. Eieiei, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Jetzt kann ich mich hier wegbewegen? Du kannst dich wegbewegen, ja klar, du kannst den durch die komplette Welt ziehen, das ist völlig egal. Ja, ich weiß nicht, ob ich dafür schnell genug bin, aber ich will's probieren. Wow, fuck, kommen da viele Sharks. Ich hoffe, du kannst gleich hinterher spawnen. Nein, ich bin tot. Komm, bleib der, ja, der geht jetzt zu Ghosty. Wunderbar. Ja, aber, ja gut, wir müssen deinen Teleporter zu Ghosty nehmen. Ghosty muss nur überleben. Ja, locker. Dann lass uns mal, wir können unser Bett hier abbauen, dann können wir einfach die Recall-Dinger nehmen, dann sind wir wieder bei ihm. Das ist eine gute Idee, mach mal direkt. Wenn ich denn dann gleich spawne. Ist er noch unterwegs? Ich denke, er ist. Oder ist er jetzt despawned? Keine Ahnung. Eigentlich müsste er zu Ghosty kommen, aber das kann halt ein bisschen dauern. Ich sehe ihn halt nicht auf der Karte. Auch nicht. Bisher. Der wird despawned sein, schätze ich mal. Fuck, das ist schlecht. Ich sehe ihn auch nicht mehr auf der Karte. Da brauchen wir wohl einen neuen Truffle Worm. Ja, ich befürchte, das werde ich jetzt nicht auf die Schnelle hinbekommen. Das war jetzt etwas unpraktisch. Aber vielleicht kämpft beim nächsten Mal. Ich tausche die Flügel jetzt auch, das Hoverboard wieder gegen die Flügel. Ich meine, das Hoverboard ist cool, aber Flügel sind doch ein bisschen praktischer. Vielleicht kämpft beim nächsten Mal Ghost hier auch einfach mit. Wo führt denn der andere hin? Ach, jetzt zu der Arena runter. Was wir jetzt natürlich machen könnten, wir könnten auch mal hier reingucken, weil hier müssten jetzt auch neue Dinge sein. Ja, neue Gegner. Richtig, dann müssen wir die Folge nicht direkt ohne Effekt beenden. Weil wir feststellen, wir haben halt nichts Sinnvolles zu tun. Hallo Ghosty. Hallöchen. Das Lichtpad ist halt so langsam. Ja. Aber hier gibt's ja mit etwas Glück die Wisp in a Bottle. Das ist das hier, was bei Ghosty Stimmt. mitschwebt. Ich wünschte, es wäre noch wie früher, wo das Shadow Orb schon so unheimlich cool war.
Lohnt es sich eigentlich hier die normalen Truhen nochmal leer zu räumen? Sind, ist, glaube ich, nichts Neues dazugekommen, oder? Da ist nichts weiter dazugekommen, ne. Ja. Es geht im Endeffekt nur um Leute grinden. Wenn du natürlich Biomschlüssel hast, könntest du jetzt die Biomtüren aufmachen. Wenn ich Truhen. Biomschlüssel hätte. Ich hab Ach, hier ist noch. übrigens der Skelett-Typ immer wieder. Oh, cool. Ich habe noch einen Dschungelschlüssel, aber das mache ich dann bei mir auf. Klingt sinnvoll. Könnten eigentlich auch, ich habe hier vorne irgendwo oben einen kleinen Hier ist Raum die vorbereitet. Dschungeltruhe. Einen kleinen Raum vorbereitet mit einer, dieser Wasserkerze. Da könnte man eigentlich auch einfach warten. Die stehen hier sowieso überall rum, die Kerzen. Hier ist zum Ja, Beispiel das eine. stimmt wohl. Dungeon ist eigentlich immer Party. Ah, hier ist ein Bonely. Senkgürtel nicht dabei gehabt. Schade. Zum Glück sind diese normalen Spikes mittlerweile egal. Ja, du fasst dich mal wieder, also. Du darfst ja, halt noch nicht drauf stehen bleiben. Ja, aber selbst wenn die einen machen, kannst du halt ziemlich lange darauf stehen bleiben. Warum ist so ein. Oh, beschwören, guter Punkt. Ich habe meinen Beschwörungsstab zur Seite gelegt. Böser, böser. Ach, und da hat er mich erwischt. Diese Räder oder was? Nee, Diabolist. Oh, die, ja. Oh, hier springen wir übrigens aus dem Dungeon raus. Oh, dann nehme ich mal wieder den Teleporter. Mal gucken, ob ich euch wieder finde. Ich wage zu hoffen, wir sind irgendwo im Dungeon. Das war soweit klar. Da ist noch eine Truhe, aber ich habe leider keinen Schlüssel mehr. Nee. Hier geht's nicht mal weiter drauf. Doch, hier oben geht's wieder rein in den Dungeon. Ich habe mich dann einfach mal runtergebaut, weil ich zu voll war, den Weg zu suchen. Ah, ja, oh, lol. Wieder ein Diabolist. Wir sind wieder bei der Dschungeltour oder so angekommen. Mit so einem dicken Mobs. Paladin. Der Paladin, wenn er das Schild dabei hat, das. Brauche ich noch. Fängt sich dann auch viel besser. Das gibt irgendwie 6 Defense oder so. Paladin Hammer. Der ist auch lustig, den kannst du mal ausprobieren. Robbing the Grave habe ich dafür noch als Achievement bekommen. Was ist das denn? Lol, er friert sich hier durch. Ah, das sind Geister. Ja, die lassen auch das Ektoplasma fallen für die. Superior Key Brand. War das nicht das, was du haben wolltest? Nee, das ist, glaube ich, der Schlüssel, mit dem du zukloppen kannst. Ja. Und ein Hard Tabby. Ich brauche den Gürtel. Ah, okay. Tabby sind die Schuhe. Ja, ah, das ist der Kraken-Jojo. Ja. Double tap to at a direction. Ach, damit kann ich dashen, ne? Yep. Das kannst du auch mit den Spike Gloves, Quatsch, mit den Spike Schuhen. Ja, und Spike Handschuhe waren es, glaube ich. Zusammenbauen dann zum Meister Ninja Set. Ja, richtig, da war etwas. Deswegen fehlte mir die mal noch. Das Kraken-Jojo, ist das Kraken-Jojo gut? Da wir bereits das Auge haben, ist das nicht mehr wirklich gut. Ah, okay, I see how this works. Na gut, eigentlich hätten wir den Dschungel ja auch den hier plündern sollten, bevor wir uns an den Golem machen. Der wäre eigentlich vorher dran gewesen, ja. Aber da haben wir ein bisschen was übersprungen. Ups, so ein Unglück aber auch. Naja. Wenn man es kann.
Eben. Ja, das ist das Tolle daran. Das Spiel schreibt dir nicht vor, was du machen sollst als erstes. Ich hoffe mal, dass ich irgendwann noch eine coole Fernkampf habe. Naja, es hat schon seine Beschränkung. Also so komplett kann ich es auch wieder nicht sagen. Ja, aber du kannst halt vieles schon umgehen, überspringen oder einfach so machen, wie du gerade Bock drauf hast. Das auf jeden Fall, ja. Und die Leute, die im Normalmodus irgendwie schon mit einer Kupferausrüstung den Wurm geprügelt haben, ohne richtiges Zeug, weil es geht. Ja, aber auch nur im Normalmodus. Also. Im Expert würde ich das nicht empfehlen. Da gibt es aber auch sicherlich genug Leute, die kranke Ideen hatten. Ja, bestimmt bauen extra noch Fallen dazu noch und... Ja. Möglichkeiten sind da ziemlich groß geschrieben. Du kannst ja auch Plantera zum Beispiel einfach in den Korridor mit Fallen locken und dich da immer von einem Ende zum anderen teleportieren. Kannst quasi komplett ohne Waffen und Rüstung töten. Ja, das Problem ist halt die Sachen, die dabei noch spawnen, die dir auf den Senkel gehen. Ja, gut. Vorbereitung halt. Wir sind jetzt irgendwie einmal im Kreis gelaufen. Ja, so groß ist der Dungeon anscheinend nicht. Doch, aber an anderen Enden. Wir laufen quasi im kleinen Teil im Kreis. Hier ist übrigens eine Truhe. Oh, noch ein Kraken-Jojo. Ja, die bringen auch Teil gut Gold. Gold. Die auch noch nicht drin, war. Die ist ja schon ganz runter. Ich habe keine Ahnung, wo ihr seid. Guck auf die Karte, wir sind unter dir. Ach, du hast die Tür zugemacht, du Nase. Ich schieße die ganze Zeit gegen die Wand und frag mich, warum die keinen Schaden nehmen. Oh, was war denn die? Aber leider geht mir gleich die gute Munition aus. Blue Armor Bones. Ach, wer ist da schon da ganz so weit unten? Das bin ich. Ich habe glaube ich eine andere Abzweigung genommen. Aber das ist okay. Ich komme auf der anderen Seite wieder hoch zu euch. Stirb, Bone Lee, und lass den Gürtel da. Hat er leider nicht gemacht. Jetzt seid ihr da rechts wieder. Ektoplasma, sehr schön. Ihr geht jetzt den Weg unter den ich gerade runter. Hier ist etwas Besseres. Ich habe hier nur einen Paladin. Wenn ihr herkommen könntet, wäre das ganz cool. Ich habe leider keine Wormhole Potions. Aber Ghosty? Glaube nicht mehr. Dann buddelt euch in meine Richtung und kommt hier rüber, weil hier ist Zeug. Naja, hier ist überall Zeug. Wir sind schließlich im Dungeon. Ja, aber Zeug, von dem du Ausrüstung haben wolltest. Hier ist immer Party. Warum hast du dich jetzt zu mir teleportiert? Oh! Aber wenn du noch Wormhole Potions hast, dann kannst du doch mal einen. Gut, na, okay. Hat sich erledigt. Kennst das schon, das Spiel? Ja, ich guck mal, dass ich jetzt hier irgendwie. Ghost Spiel, tot durch Süße. Ich hab den Paladin, glaube ich, auch gleich so kaputt. Tatsächlich. Ich was meinst du, wie oft ich an einer bestimmten Stelle schon gestorben bin? Als wir unseren Server aufgebaut haben. Ich glaube, er hat aber nichts gedroppt. Ja, jetzt habe ich keine Wurmlauf-Potion mehr. Das war meine letzte gewesen. Das ist so schön. Ich habe hier noch eine Bandage. Brauchst du die noch für deinen Engsheet? Ach nee, Engsheet hast du ja, glaube ich, auch schon fertig. Ja.
Du bist unter mir, ich komme mal wieder runter. Ja, ich bin hier am Dauerbekämpfen von Viechern, weil du nicht aufhören zu spawnen. Ich sehe dich, ich kann mich durch die Wand zu dir bauen. Hi, ich bin da. Hallo. Ektoplasma, davon brauche ich auch noch mehr. Die Bandage und einen Ruthless Mag, irgendwas hier, so ein Zauberbuch habe ich bekommen. Was, du brauchst noch Banden hier, hier hast du Ektoplasma. Ja, ich habe noch gerade schon eine bekommen. Da. Aber Paul, schaffe ich doch auch schon bis zum Umfallen. Oh, da ja, ist nur. Ach, jetzt hat er. Jetzt hast du seine gesammelt. Verdammt. Willst du sie haben? Nee, kannst du ruhig nehmen. Statt der Glöckchen. Die macht auch ultra viel Licht jetzt. Ja, mega gut. Ja. Und ist vor allen Dingen auch immer, geht immer in die Richtung, in die du gerade dich bewegst. Das ist super geil, das Ding. Da ist ein Paladin. Den musst du tanken. Ich kann mich maximal hier oben an die Ecke hauen. Aber ich habe leider gleich keine Munition mehr für die coole Waffe. Ah. Oh shit. Da kam auf einmal ein Paladin straight up in mein Gesicht. Das war nicht so cool. Ja. Mich hat er dann auch noch zerlegt. Verdammt, ich habe mein Bett noch nicht wieder richtig gesetzt gehabt. Aber geh, lauf ich überhaupt richtig zu euch? Warum läufst du überhaupt? Ach, da hinten seid... Oh, wir sind gerade gestorben, falls du es nicht gemerkt hast. Ja, braucht ihr hier unten noch was, oder wie? Ich brauch da noch ein paar Teile, ja. Die Wasp in a Bottle hat ja jetzt zumindest schon mal Doc. Also ich habe von dort unten bisher noch gar nichts gehabt. Also ich brauche sowieso noch mehr. Bonefeather brauchen wir eigentlich auch nicht. Das Tabby können wir aufheben. Perry kann weg. Ich habe halt hier die ganze Zeit das Problem, dass ich permanent keinen Platz habe, weil ich das ja nicht in meine Kisten einsortieren kann. Aber kannst ja auch zwischendurch mal rübergehen. Oh nein, jetzt bin ich ein Trottel. Hab das Handy noch in der Hand gehabt. Jetzt gerade nur? Und überhaupt, und da kam Monster, ich wollte schießen, aber nein, das Handy hat sich aktiviert. Oh, das Mann. Kennen wir doch zur Genüge. Ja. Ich weiß schon, warum ich das Ding nie in der Leiste habe. Und zur Hölle sind da ist der Witch-Doktor. Ich brauche mehr Munition, bitte, danke. Können wir eigentlich direkt wieder runter, oder? Ja, klar, ich will gerade mal schauen, ob ich nicht den Raketenwerfer sinnvoll mitnehmen kann. Den ich hier irgendwann irgendwo bekommen habe von irgendwas. Da. Stört dich das, wenn ich hier eine Kerze mitnehme? Nö. Dann muss ich bei mir nicht extra noch ins Dungeon dafür. Ich werde nämlich, glaube ich, mal vom Flammenwerfer damit weggehen, weil der ist zwar cool, ich mag den unheimlich gerne, aber hilft halt nicht so wirklich. Hier sind ja schon wieder Soul auf irgendwas. Interessant. Raketen, Demolition wahrscheinlich. Nein, wo kriege ich denn Raketen her? Muss mal kurz in die Wiki schauen, kleinen Moment. Die kannst du kaufen. Ja, aber bei wem? Beim Cyborg. Ah, der ist da hinten. Super. Doch, was soll ich denn jetzt mit den Temple Keys, Ghost? Die schmeißt die doch einfach weg. Super. Keine Ahnung. Dann werde ich wohl gleich einmal da oben hoch müssen und mir später dann mal den mehr Häuser bauen und der hier hinkommt. Wir können die Flügel hier noch haben. Was haben wir denn hier? Ein Bone? Auch noch einer von euch einen Rocket Launcher? Ich brauche gerade nur die Munition. Und dann ist er weggeschmissen. Welche haben wir denn hier? Es gibt hier den Mine Launcher. Und der Mine Launcher war aber nicht so gut. Habe ich da richtig in Erinnerung? Ne, der schmeißt halt nur Minen hin und dann müssen die Gegner erstmal drauflaufen, damit die losgehen. Oh, Doktor, hast richtig Glück. Ich hab hier Javelin.
Das Stück. Okay, zum Beispiel, was willst du den Launcher gekauft, meinen Launcher gekauft, den will ich doch gar nicht. Nee, die packe ich weg. Javelins waren doch nur die langweiligen Wurfspeere, oder nicht? Ja, 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 hat auch festgestellt. So, ich hoffe, mein Setup ist jetzt soweit in Ordnung. Also von mir aus können wir jetzt mal runter. Hier ist ein Gegner eingesperrt im Dings, im Gestein. Jetzt ist er weg. So, Gossi ist raus. Merk schon, ich sollte mir die Raketen vielleicht doch ein bisschen besser einteilen. Ich habe gerade eine Schrotflinte gefunden. Brauchst du eine Schrotflinte? Gerne. Ich weiß nicht, ob die besser ist als die Uzi oder nicht. Keine Ahnung. Hier, probier es einfach mal aus. Glaube nicht. Hey, ist auch egal. Da kann ich jetzt in Ruhe was essen. Guten Appetit. Ja, den ich glaube, die Schrotflinte war eines der Early Items, die nicht so gut waren. Na, mal gucken, vielleicht finden wir ja noch eine Wasp für mich. Das Doofe ist, die Folge ist gleich schon vorbei und nach der Aufnahme muss ich dann jetzt auch weg. Da hängt noch etwas unter der Decke. Eine Alchemie-Laterne, yay. Na, was für eine Laterne? Eine Alchemie-Laterne. Was macht die denn? Sieht hübsch aus. Sieht hübsch aus? Ah, okay. Dachte schon, die macht irgendwas. Nö. Ich glaube, da ist schon wieder ein Paladin. Ich mach schon mal die Raketen aus. Und hier ist so ein hässliches Necromancer-Diablo-Ding, was ich mich auch nochmal behauen muss. Paladin ist tot. Leider sein Schild nicht dabei gehabt. Deine Lebenspunkte? Ja, ich merke das schon. Ektoplasma. Yeah. Der Paladin macht halt so übelst viel Schaden. Warum ist sie nicht Steam-Übertragung angegangen? Steam-Übertragung ist an, aber es guckt keiner zu. Interessant. Meine Lebenspunkte. War hier nicht gerade noch ein Bone? Da ist der Bone liegen. Ist ein bisschen überrannt, oder? Ja, aber ich würde sagen, dann beende ich jetzt nämlich die Aufnahme auch und ich muss dann wirklich gleich weg und wir haben 23 Minuten voll. Ist doch was ganz ordentliches. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Tschüss. Ja, und bei mir ist auch wieder Feierabend. Macht's gut. Sehr schön.